Eimer nicht so. Eimer Abdallah will nicht. Boah, den Witz hatte ich schon 30 Millionen Mal mit dem Eimer Abdallah. Ich bräuchte den Kescher eigentlich, ne? Oder was auch immer. Wir gehen mal eben, ja, Marktplatz. Und dann gehen wir mal ganz kurz in die Hinter, hier in den Hafen, in den Hintern, also hier in den Hintergasse. Marktplatz und dann von hier aus in die dunkle Gasse hinein. Natürlich, hier sind immer noch Augen im Müll. Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Putzig. So. Aber den Eimer können wir nicht hier ans Rohr an... Können wir überhaupt was mit dem Rohr machen? Nee, ne? Ich dachte, wir können hier was am Rohr anbringen und dadurch können wir dann vielleicht die einfangen, so einen Beutel oder so. Ich hoffe, die sind jetzt nicht alle wieder zurück, weil dann müssen wir den Gondoliero nochmal tragen. Bei aller Liebe. Das dauert immer so lang. So, warte. Vordox-Werkstatt. Jetzt nochmal rüber, dann machen wir dann... Nö. Ach, komm schon. Oh je, ruf glaub. Okay. Blablabla. Verflucht, was? So, ja, wissen wir. Ja, kennen wir schon. Komm so. Du hast Nerven. Ich mumm. Ich hab ne Idee. Komm schon, können wir, ich muss... Ich hätte speichern sollen, okay. Die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schrottkrabben in unserer Urnatur. Ja, klirre, wenn ich mich nicht irre, Schrottkrabben im Tempo, dahin ist mein Schlaf. Mein Schlaf ist auch dahin, weil ich jetzt 10-mal die gleiche Szene spielen muss. Ich will auch pennen. So. Oh, nicht wie sein. Okay, ich speichere jetzt erstmal, ganz vorsichtshalber. Speichern. So, wie spät ist jetzt? 2.25 Uhr. Wow, haben wir irgendwie 10 Minuten nur das gleiche gemacht. Huch. Escape. Bist du die Escape-Taste? Ich sehe dich gerade nicht. So. Die Dinger sind ja jetzt hier drin in der Rohröffnung. Ich habe gespeichert. Ich gehe jetzt zum Marktplatz und stelle die Rohrweiche auf den Airbag um. Verstehst du? Marktplatz. Ich hoffe, das klappt. So, Rohrweiche. Müsste jetzt hier, ne, rot auf grün. Grün geht dann hier vor Docs Werkstatt hier zu dem Ding. Das heißt, dann müssten die vielleicht den Airbag fressen. Und der Gondoliero hat keinen neuen Airbag. Ich lade nochmal den Spielstand. Die Idee war gut, aber die Arme waren zu kurz. Ja, laden. Können wir jetzt am Rädchen drehen? Ha! Ich hab sie. Das hätte man ja auch schon mal... Naja gut, komm, dann ist auch egal jetzt. Gehen wir mal zurück. Also, ich habe da eine super Idee. Wir gehen jetzt auf den Marktplatz. Halt die Schnauze jetzt! So. Ne, wir gehen jetzt auf den Marktplatz und hier, Apotheke, Rohrweiche. Ein grünes Rohr geht da hin. So, jetzt, das wird bestimmt funktionieren. Da kriegt der Gondoliero nämlich keinen neuen Airbag. Rohrventil jetzt wieder freilassen. Lauf! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Ja! 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 Hinein, ihr Kleinen! So, jetzt folgendes. Wir gehen zum Gondoliero und treten ihm mal richtig entgegen. So, warte. Hier, Stoßstange. Mann. Was ein Unterfangen. Das zieht sich hier aber auch alles. Kann ich aber einen Rentenantrag stellen. Encore? Ab ins Wasser. Ach, ja.
So, ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Ich möchte fast speichern. Und gehe nochmal in den Hafen. Kiste mit Krabben. Voll süß eigentlich. Entschuldigung, ich bin jetzt geimpft. Ich speichere jetzt nochmal. Überschreiben. Übertreiben vor allen Dingen auch mit überschreiben. So, jetzt nochmal gegentreten. Das muss doch... Ich kann gar nicht mehr gegentreten. Gondoliero. Hä? Wieso kann ich mehr gegentreten? Huhu. Prego? Oh ja. Arrivederci. Hä? Was denn Ding? Ach, nichts. So, Gondoliero hat scheinbar keinen Airbag mehr. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz. Vielleicht säuft er dann ab. Och, bitte lass es funktionieren. Bitte lass es funktionieren. Oh je, Rufus. Glaubst du es? Ja, bitte nee, eigentlich gar nicht. Du willst es. Verfluchte. Ihr werdet, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... So. Los. Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Mm. Moment, das war kein Vorschlag. Jetzt aber, jetzt aber! Komm schon, Bambina. Nein. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon... Wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Wir trappe, wir klirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappa, Kantappa? Na los, Schrottgraben! Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du. Sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Na los! Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Nach noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munte Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Ja! 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 Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Ja. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Oh, oh, guck mal. Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Das passiert also bei der Paarung. Aber wir sinken jetzt die Zwischensequenzen. Und wer macht jetzt neue Spiele, verdammt. Tja, naja, ist Poki, naja, tut mir leid. Schicker Hut übrigens. Oh, Alter, wir haben es geschafft. Das gibt's ja gar nicht. Da muss ich mal gleich mal klopfen, was da los ist. Ich will die beiden nicht stören. Moment mal. Was rede ich denn da? Aber echt? Hallo. Rufus ist wieder da. Verdammt. Irgendwie hören die mich gar nicht. Jetzt müsste da drin eigentlich Kriegsgewitter losgehen. Aber so richtig. Verstehst du? So. Oh, Alter, was war das denn für eine schwere Geburt jetzt? Boah, in den Hafen. Und jetzt erstmal. So, das ist die Lady. Nein, jetzt hier nach unten. Das ist ja Lady Goal, ne? Und wir machen natürlich erstmal unsere hier, zack. Die Krawall Goal. Na komm schon. Was zum... Oh, ach ja.
So, Hallöchen, Puppchen. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Hey. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Du hast Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Schnabeltier-Bataka! Oha. Geht's! Was? Alter, was? Ich. American Gladiators oder was? Yeah. Es kann nur ein geben, Baby. Und was? Alter! It's on! Let's get ready for another violent round of Platypo! Aber wie? Fight. Alter! Alter! Wie schon? Eternal Hemorrhage! Was? Was soll ich machen? Seventh Nika! Too bad! Ah! Embarrassing! Okay, hier zwischen die Beine. Nein! Aua, nicht auf. Nicht zwischen meine! Quack! Revanche. Ah, okay. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Ich dachte, da kommt jetzt eine coole Tastatursteuerung. Ich hatte jetzt die Hände schon auf Pfeiltasten gelegt und so. Trainingspuppe. Die gewinnt bestimmt trotzdem. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Okay. Was? Was? Oh Gott, ich kann sowas nicht. Unter Druck. Dem habe ich's gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Ich glaube da noch nicht so dran. Vielleicht noch eine Runde vorsichtshalber? Ich weiß nicht, was es bringt halt. Eigentlich bin ich ja schon perfekt im Training. Aber andererseits kann es auch nicht schaden. Ach, 5 Runden da oben? Ach du Scheiße. Oh Gott, das schaffe ich niemals. Ich werde ja immer besser. Immer besser. Alter, ich will das nicht 5-mal machen. Das wird immer schwerer. Ich blamier mich doch hier. Was natürlich was Neues ist. Scheiße. Scheiße. Was? Der? Alter, das schaffe ich nicht. Das werde ich versagen. Der? War das der? War das der? War das der? Nein, das war falsch. Glaube ich. Alter, im Leben nicht. Das war Absicht. Ach, das war falsch. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Der muss ja nichts machen. Ich habe doch die Scheiße hier am Hals. Ja!
Ja, ich werde ja immer besser. Immer besser. Halt die Schnauze, Rufus. Ich leide hier. Haben wir hier eigentlich ein Zettelchen irgendwo rumfliegen? Fällt mir gerade wieder ein. Da bin ich ja völlig von abgekommen. Zettelchen, Zettelchen. Zettelchen? Kein Zettelchen. Na gut. Alter, ich will da nicht draufklicken. Ich will das nicht. Boah, vorletzte Runde, Alter. War das der hier? War das der hier? War das der hier? War das der hier? Das war Absicht. Schätze. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Kacke. Das war Absicht. Nein! Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ja! Unstoppable! Immer besser! Godlike! Fatality! Andere Begriffe, damit ich noch nicht draufklicken muss auf das Mistding. Nein, bitte nicht! Was? Was? Das war Absicht! Ah. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Alter, vergiss es! Der! Das war Absicht! Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Ich bin es nicht wert, ich bin ein Versager. Ach du Scheiße! War das jetzt der Körper? War das? Das war Absicht. Ich wollte ihn auch mal gewinnen lassen. Letzte Runde. Komm, das schaffen wir doch. Ach Mensch, bin ich blöd. Das war nein! Absicht. Ach, ich wollte Alter. Ihn auch mal gewinnen lassen. Ich dachte, jetzt könnte das noch eine Folge mehr. Ich dachte jetzt hier auf den Körper und dann wieder zurück, aber das wäre doppelt. Okay. Jetzt ist der Bein und das Bein unten, das war doch immer was anderes. Ja. So, das muss jetzt aber wirklich reichen. Ich bin jetzt perfekt in Form. Okay, zum Kampf, Freunde, auf zum Kampf!